Heute ist der 1. Mai. Wir Christen nennen diesen Monat Mai auch den Marienmonat. Im Lied heißt es: Maria, mein Königin, dich will der Mai begrüßen. Was hat Maria mit dem Mai zu tun? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass im Mai die Natur aufblüht. Überall sehen wir wachsendes Leben. Die Natur scheint nach der Winterstarre lebendig zu werden. Neulich las ich, dass Maria der Frühling des Heils ist. Ich finde, das ist ein schöner Gedanke. Maria hat durch ihr Ja zu Gott mitgeholfen, unser Heil Jesus Christus in die Welt zu bringen. Damals in Bethlehem, in Kanaan. In der Zeit, wo sie Jesus auf seinem Weg begleitete, unter dem Kreuz und am Ostermorgen am leeren Grab. Maria ist der Frühling, der das Heil ankündigt und auf das Heil, das von Gott kommt, hinweist. Grüßen wir heute Morgen die Gottesmutter. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ich bin jetzt in der Marienkapelle in der St. Pankratiuskirche in Warstein. Ich liebe dieses Marienfenster. Maria zeigt hier, was Gott für jeden von uns ist und was Gott für jeden für uns bleibt. Ihr schützender Mantel ist ein Bild dafür, dass Gott jeden von uns beschützt, jeden behütet, jeden hält, es mit jedem gut meint, jeden heil machen will. Maria breitet den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns daraus. Lass uns darunter sicher stehen, bis alle Stürme vorübergehen. Patronin voller Güte, uns allzeit behüte. Heilige Maria, Mutter Gottes, du hast der Welt das wahre Licht geschenkt, Jesus, deinen Sohn, Gottes Sohn. Du hast auf den Ruf Gottes gehört und ihn befolgt. So bist du zum Quell der Gnade geworden, die aus ihm ausströmt. Zeige uns, Jesus, führe uns zu ihm hin. Lehre uns, ihn zu kennen und ihn zu lieben, damit auch wir selbst Liebende werden und Quelle lebendigen Wassers inmitten einer dürstenden Welt. Mutter Gottes, Trösterin der Betrübten, bitte für uns. Amen. Wenn ich an meine Kindheit denke, dann fällt mir zum Maimonat immer ein, dass wir zu Hause einen kleinen Maialtar aufgebaut haben oder auch in der Schule. Wir haben Blumen gesammelt, wir haben eine Muttergottesstatue, ein Muttergottesbild genommen, eine weiße Serviette genommen, eine Kerze und so eben einen Maialtar zu Hause gestaltet. Und jeden Abend haben wir ein Gegrüßet seist du Maria vor diesem Maialtar gebetet, um uns noch einmal zu vergewissern, dass tatsächlich jemand da ist, der uns beschützt, der uns behütet. Vielleicht ist das eine Idee
auch für Sie, für Ihre Familie, für Ihre Kinder in diesen Tagen. Zu Hause einen kleinen Maialtar zu bereiten, ihn zu schmücken und die Mutter Gottes in ganz besonderer Weise in diesem Marienmonat im Mai zu grüßen. Seien Sie behütet in diesen Tagen. Alles Gute.